Das neue Shire Horse ist da und jetzt zieht natürlich eins ein. So, wir sind jetzt schon in Fort Pinter bei dem Shire Horse. Hier steht der Rapsabino. Das Shire Horse Generation 3 kostet 900 Star Coins und ist ab Spielerlevel 8 kaufbar. Der Sabino Rappe hier, der steht jetzt für 4 Wochen erstmal in Fort Pinter und ist ab Level 1 kaufbar. Danach wird auch der dann ab Level 8 kaufbar sein. Das Shire Horse hat 4 Stärke, 2 Disziplinen, 0 Geschwindigkeit, 1 Punkt auf Ausdauer und ist mit 0 Punkten absolut gar nicht agil. Aber das schreckt mich natürlich nicht ab. Shire Horse wird trotzdem im Championat getestet. So, ich lese hier auch mal noch wieder die Beschreibung vor. Das stattliche Shire Horse ist ein aus England stammendes Zugpferd. Im 19. Jahrhundert wurden Shires zum Ziehen von Lastkähnen, Pflügen und Karren eingesetzt und waren für den Transport der Waren von den Häfen in die Städte und auf das Land unerlässlich. Mit dem technischen Fortschritt ging der Bedarf an Arbeitspferden zurück und die Zahl der Shires sank beträchtlich. Shires halten Rekorde für ihre Größe und Stärke. Weitere Merkmale sind die starke Fesselbehaarung und die beeindruckende Größe ihrer Hufe. Die Shires sind Kaltblüter, die gerne arbeiten und gefallen wollen. Nach Jorvik kamen die Shire Horses durch die Familie Silverglade, die sie als edle Kutschpferde schätzte. Obwohl dieses Pferd wie eine Naturgewalt wirkt, ist es durch sein sanftes Temperament ein lieber Gefährte für jede Reiterin. Ich würde mega gern auch mal im echten Leben ein Shire Horse reiten, weil ich die richtig krass finde. Wir wollen uns hier natürlich das auch von der Seite nochmal anschauen. Ich habe ja schon ganz oft gesagt, dass ich persönlich das vom Kolorieren kenne, dass Schimmel und Rappen am allerschwersten zu kolorieren sind, was Schattierungen im Fell angeht. Und das ist hier ganz vorzüglich gelungen. Also das sieht so toll aus, obwohl er jetzt nicht so tiefschwarz ist und ist da dann, finde ich persönlich, nochmal ein bisschen schwerer, es einen Glanz hinzubekommen. Beispiel jetzt mal Arabe Generation 1, der Rappe, der war auch ultra shiny, aber das finde ich hier nicht zu krass, aber wirklich sehr, sehr cool, sehr schön und natürlich umgesetzt. Muss ich sagen, finde ich sehr schick. Wir haben die sehr, sehr breite Blässe, die ins Rosane übergeht. Ja, die Sabino-Zeichnung. Aber das war es jetzt wirklich vom Rappen. Die anderen Shire Horses haben ihren Platz bei Steve's Farm gefunden. Und da haben wir zum einen diesen, ja, braunen Sabino mit den Deppels im Fell. Der hat auch noch so ein bisschen mehr Sabino. Bei dem geht es halt wirklich tatsächlich bis unter den Bauch. Anders als bei dem Rappen. Und hier haben wir das auch nochmal bis an den Hals, bis zwischen den Ganaschen. Sehr schön finde ich den Fesselbehang gelungen. Man sieht halt wirklich von den Hufen fast gar nichts mehr. Das hat man beim Shire Horse oft. Ramskopf finde ich auch gut gemacht. Ich hätte mir den Schweif vielleicht sogar noch ein kleines bisschen voller gewünscht. Genauso wie die Mähne. Das hatte ich in meiner Trailer-Reaction auch schon gesagt. Aber alles in allem finde ich den auch sehr, sehr schick. Und auch hier finde ich das mit den Schattierungen richtig gut umgesetzt. So, dann haben wir hier diesen, halb Schimmel, halb Apfelschimmel. Der Po ist noch nicht ganz ausgeschimmelt, der Rest aber schon dafür so ziemlich. Trotzdem sehen wir hier, dass der Schimmel noch eine Blässe hat. Man sieht es hier, dass das sich so ein bisschen heller noch abhebt und natürlich auch hier vorne das Rosane am Maul noch. Und wie gesagt, diese leichten Deppels finde ich richtig, richtig schön. Bei den alten Shire Horses hatten wir einen richtigen Apfelschimmel. Hier ist es jetzt ja tatsächlich so ein bisschen beides. Und selbst hier kommt es nicht so stark raus beim Schimmel, aber selbst hier sieht man den Glanz im Fell immer noch ziemlich gut, was ich sehr beeindruckend finde. Dann haben wir hier den Fuchs. Füchse kommen tatsächlich, ich glaube Sabino ist auch eher selten vor bei Shire Horses, beziehungsweise sind jetzt auch nicht in der Zucht unbedingt gerne gesehen. Trotzdem auch hier eine ganz hübsche Farbe, wo auch hier die Schattierungen wieder richtig toll rauskommen. Blässe muss ich sagen, auch wenn sie hier eigentlich tatsächlich als einziges mal anders ist als bei den anderen, gefällt mir nicht ganz so gut. Ich mag dieses etwas nach rechts versetzte Schmale nicht so gerne. Aber ansonsten finde ich die Farbe auch schön gearbeitet. Der alte Fuchs war so ein bisschen dunkler braun. Das war ja damals meine Star Rain auf Dina. So, dann haben wir hier den... Ja, wir waren uns alle nicht so ganz schlüssig, was das für eine Farbe sein soll. Ich habe auch noch nicht auf der Star Stable News Seite geguckt.
irgendwas Falbmäßiges kann es nicht sein. Der hat keinen Aalstrich, also fällt Falbe schon mal raus. Smoky Black, ich weiß es nicht, was es ist. Mit diesen einzelnen kleinen Pünktchen, das sieht jetzt für mich, also in der Mähne sieht es stichelhaarig aus. Im Fell sieht es jetzt gar nicht so stichelhaarig für mich aus. Da sieht es eher aus wie Punkte. Und da hatte ich in der Trailer-Reaction dran überlegt, das sind diese Birdcatcher-Spots. Und ich finde, so sieht es eher aus. Eher nach diesen Punkten, als dass es nach einem... Stichelhaaren aussieht. Und dann haben wir hier diesen super schönen Suti, auch so mit ganz leichten Deppels, vier gleichmäßig hohen Beinen, dieser super breiten Blässe mit dem kleinen schwarzen Punkt hier in der Mitte, wo auch die, die Lichter unfassbar gut rauskommen. Finde ich richtig, richtig schön umgesetzt, die Farbe. Muss ich sagen. Jetzt haben wir schon alle Farben gesehen. Tja, schwierig, schwierig. Und das erfahrt ihr im nächsten Video. Nee, natürlich nicht. Natürlich seht ihr das jetzt, welches Pferd es wird. Und es ist der Suti geworden. Und zwar eine Suti-Stuti. Es ist eine Stute geworden. Ich habe sie Agathe genannt. Ich fand es richtig nice irgendwie. So einen Namen für so ein riesiges Pferd. Ach, und ich finde sie richtig hübsch. Das war tatsächlich auch das Pferd, was mir im Trailer schon mit am besten gefallen ist, gefallen hat. Ja, und jetzt gucken wir mal, was wir da so an Ausrüstung draufpacken, wie sie sich bewegen kann und was die Mähnen so sagen. So, und wenn wir jetzt schon mal im Stall sind, dann wird natürlich auch direkt mal geknuddelt. Und das passt perfekt eigentlich von der Hand. Naja, nahezu perfekt. Ich hätte jetzt gerade so ein bisschen hier das Ding da gestört. Aber so gerade der Anfangspart vom Streicheln, das passte doch sehr, sehr gut, möchte ich sagen. Beim Putzen ist sie super gechillt. Entspannt total, Hufe auskratzen, wird ein bisschen schwer auf Dauer, aber funktioniert perfekt. Ja, und jetzt geben wir ihr noch ein Möhrchen, würde ich sagen. Das ist ja das gleiche wie beim Tränken. Und das passt auch wunderbar. So, jetzt packe ich der guten Agathe einfach mal irgendein Zaumzeug drauf, damit ich euch das Führen schon mal zeigen kann. Ich muss richtig schleichen, damit sie mich nicht überholt. Oh Gott, und ich bin zu cool für diese Welt mit dieser Brille. So. Gefällt mir eigentlich gut, das Führen. Ich finde das so cool mit dem Schopf, der zur Seite fällt. Oh Gott, wie riesig! Wie riesig der Poppes einfach ist. Das ist ja heftig. Ja gut, Scheier halt. Jo, und dann suche ich jetzt was aus und wir sehen uns gleich wieder. So, ich gehe jetzt mal speziell nur auf das Outfit von Agathe ein. Wenn ihr wissen wollt, was ich trage, dann guckt doch heute Abend einfach mal im Stream auf Twitch vorbei. So, Agathe. Die Stute. Mach mal Jungpferd oder Erwachsen? Ich mache erstmal wieder Jungpferd. Die trägt den, die süße Kirschblütenkrone für Pferde vom Midsommerfest. Die seht ihr gleich auch mal noch besser. Es ist tatsächlich das erste Pferd, wo ich nicht finde, dass sie deppert aussieht, sondern wirklich richtig süß drauf aussieht. Dann trägt sie das haselnussbraune Zaumzeug Goldherz. Es sind sehr, sehr viele neue Variationen von diesen, ja, ich sag mal, barocken Zaumzeugen rausgekommen und sind jetzt im Global Shop. Dazu hat sie den Dressursattel Gold-Walnuss drauf und die rosafarbene Dressurdecke. Ja, so viel zu ihrem Outfit. Ich finde es einfach total süß auf ihr. Auf der guten Agathe. So, und jetzt gucken wir uns doch mal die Gangarten an. Rückwärts richten. Oh, guck mal, wir haben sogar die Zügel angenommen. Also auch so von der Kopfhaltung sieht das auch wirklich so aus. Mähne wippt schön mit. Gefällt mir. Das Steigen. Okay, das ist majestätisch. Ich mag das ja nicht, wenn die so viel rumzappeln eigentlich, aber das ist richtig geil geworden. Das gefällt mir unfassbar gut. Gerade so dieser, dieser Part und dann, wie sie dann nochmal nach oben geht. Und wir haben das wieder auch wie beim alten Shire Horse, dass da richtig Staub aufkommt, aufsteigt, wenn wir landen, sage ich jetzt mal. So, und wir haben hier auch eine Special-Animation. Und zwar kann sich das Shire Horse hinlegen und dann hinsetzen und anschließend wieder aufstehen, wie wir das auch schon vom Jorvikschen Urpferd kennen. So, da wurde diese Animation recycelt. So.
Gucken wir uns den Schritt an. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass die Zügel nicht ganz so stramm wären. Also tatsächlich würde ich es mir im Schritt wünschen, dass, weil halt so ein langer Hals und dann so straffe Zügel, das sieht jetzt nicht ganz so realistisch aus. Aber ich finde den Schritt an sich ansonsten eigentlich ganz schön. Fällt vielleicht ein bisschen nach hinten ab, aber sonst, der Trab gefällt mir gut. Da mag ich diese ganz leichte Nickbewegung. Leider backt der Zügel hier durch den Hals. Aber ich finde das toll, wie hier die Mähne schon direkt mitweht. Und es ist jetzt kein krass raumgreifender Trab. Also ich habe auch schon Shire Horses mit Gängen gesehen. Da würde das ein oder andere Dressurpferd von Neid neben erblassen. Aber ich finde es trotzdem schön. Sieht halt so ein bisschen gemütlicher aus. So, Rechtsgalopp im Arbeitsgalopp. Hier weht schon ganz schön viel mit. Guck mal, die Muskeln der Armpoppes an der Seite. Das ist schon heftig. Da will ich keine von geflatscht kriegen von dem Huf. Also das sieht auch nach einem schönen Galopp aus. Werden wir mal ein bisschen schneller. Das gefällt mir auch gut. So, alles in allem. So von der Nasenspitze bis zur Schweifspitze gefällt mir das einfach gut. Muss ich sagen, wirklich. So, und jetzt werden wir mal richtig flott. Auch das gefällt mir wirklich gut. Aber auch von hinten. Sieht richtig, richtig schön aus. Wow, okay. Also, das ist schon, wow. Also, wow. Muss ich wirklich sagen, das ist schon beeindruckend. Das schnelle Stoppen gefällt mir auch gut. Ich mag das ja nicht, wenn die Pferde mehr oder weniger Sliding Stop machen, weil ich finde, das passt einfach nur zu wenigen Rassen. Und das hier finde ich schön. Das sieht ja wirklich nach einem schnellen Stoppen aus. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Ich bin mir noch unsicher, wie wohl ich mich mit dem Shire Horse fühlen werde, sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist. Weil jeder, der mich kennt, weiß, ich bin nicht so der Fan von den großen, schweren, breiten Pferden. Deswegen, so gut sie mir optisch gefallen, werde ich mir auch jetzt erstmal nur eines holen und erstmal gucken. Oh! Werde ich auch erstmal gucken, inwieweit mich das dann überzeugt, so vom Reitgefühl her. Das ist das erste Mal ein Pferd, wo man wirklich so das Gefühl hat, das hat Mühe, über die Hindernisse drüber zu kommen. Finde ich aber nicht schlecht, weil ein Shire Horse ist halt einfach kein Springpferd. Klar, jedes Pferd kann springen, aber gerade die großen, schweren Pferde, da ist es halt wirklich nicht angenehm für die Gelenke. Von daher finde ich das gut, dass wir wirklich mal ein Pferd haben, was da so ein bisschen Mühe hat und nicht meilenweit drüber springt. So. Aus dem Renngalopp sieht das Ganze dann aber schon wieder besser aus. Da ist schon wieder ordentlich Luft dazwischen. Eine schöne Sprunganimation eigentlich, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Gucken wir uns auch mal von hinten an. Ja. Gefällt mir. Komm, nehmen wir mal noch die Dribbelbarre mit. Also Sprunganimationen gefallen mir auch. Also was die Animationen angeht, kann ich wirklich nur sagen, go for it, was das Shire Horse angeht. Finde ich tipptopp. So, und jetzt die Mähnen. Hier beim Friseur fällt echt nochmal auf, wie imposant dieses Pferd ist. Also finde ich so vom Körperbau her wirklich auch richtig, richtig gut umgesetzt. Gehe ich aber auch mal noch weiter drauf ein, wenn dann so in 2 Wochen mein Shire Horse Fazit kommt. Ich habe es ja schon gesagt, ich hätte mir hier an der Seite die Mähne und den Schweif vielleicht noch ein bisschen dichter, ein bisschen voller gewünscht. Nicht länger, nicht länger, weil ein Shire Horse ist kein Barbie-Pferd, aber ein bisschen dichter. Aber ich finde es trotzdem auch sehr, sehr schön, so wie es jetzt ist. Sehr schön detailliert. Ich finde diesen seitlich liegenden Schopf mega schön. So hat man auch wirklich mal den Blick auf die Abzeichen am Kopf frei. Finde ich sehr schön. Ja, die Stehmähne ist jetzt beim Shire Horse nicht so meins. I don't know. Also an sich gut gemacht, aber gefällt mir halt optisch einfach nicht. Hätte ich jetzt, glaube ich, noch schöner gefunden, wenn sie vielleicht so ein kleines bisschen länger wäre und so ein ganz kleines bisschen zur Seite kippen würde. So quasi gerade den Moment, bevor sie ganz umkippt. Dann haben wir hier so eine abrasierte Mähne. Ja, also sieht jetzt gar nicht schlecht aus. Da kommt halt der krasse Hals sehr, sehr gut zur Geltung. Aber ich liebe einfach zu sehr diesen seitlichen Schopf dafür. Turnierzöpfchen, die sehen natürlich auch mega gut aus. Das kann man gar nicht anders sagen. Diese vernähten Zöpfe, die stehen, finde ich, eigentlich jedem Pferd.
mittlerweile, was rauskommt. Da ist auch der Schweif dann so ein bisschen mit eingeflochten, gefällt mir auch sehr gut. Also das sieht sehr, sehr hübsch aus, damit müsste sie sich auf jeden Fall in der Dressur nicht verstecken. Dann haben wir hier diese langen, seitlich eingeflochtenen Zöpfe. Und vorne auch. Und ja, also mit dem Blumenreif gefällt mir das, glaube ich, mit dem Schopf besser. Aber ansonsten wäre das auch durchaus eine Mähne, wo ich gesagt hätte, ja, die könnte ich mir hier beim Shire Horse auch sehr, sehr gut vorstellen. Die gefällt mir gut. Wobei, wie gesagt, ich glaube, in Kombination mit diesem Blumenkranz gefällt mir dann doch der Schopf, der ungeflochtene Schopf besser. Die kurze Mähne, diese sportliche Mähne, oh mein Gott, ich würde mir wünschen, dass sie einfach bei jedem Pferd mal diese Überarbeitung bekommt, weil die ist einfach richtig gut mittlerweile, die ist richtig gut. Auch hier fällt der Schopf noch so ein kleines bisschen seitlich, der Schweif bleibt gleich, aber sieht auch gut aus, ne? Und dann haben wir hier die Special Mähne vom Shire Horse mit diesen, ja, Schleifchen, die aussehen, als ob da so ein Besen an der Sprungfeder wäre. Ich kann ehrlich gesagt nichts damit anfangen, gefällt mir nicht. Also im echten Leben auch nicht. Also es hat Star Stable gut umgesetzt, aber mir gefällt es einfach nicht. Schweif auch entsprechend prunkvoll verziert, das kennen wir auch schon beim Clydesdale. Hier ist es, finde ich, sogar noch mal ein bisschen besser gemacht. Und dann haben wir hier noch eine Mähne, die so ein bisschen lockig ist. Und an einen eingeflochtenen Zopf hat, wo der Schopf aber nicht mehr seitlich wegfällt, wo er so nach vorne fällt, die ich eigentlich auch ganz hübsch finde. Und dann haben wir hier die Standardmähne, die Specialmähne, die mit dem einen Zöpfchen, und die Stehmähne haben wir nochmal jeweils mit einem Bärtchen. Ich bleibe jetzt aber, glaube ich, erstmal bei der. Und ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ist euer erster Eindruck zum Shire? Habt ihr euch einen geholt? Müsst ihr vielleicht noch sparen? Oder ist es nicht euers? Ich bin gespannt und wir sehen uns nachher. Tschüss!